Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Jagd kann beginnen, alles oder nichts. Stürmen ohne Gegentreffer, das wollen und müssen die Borussen aus Mönchengladbach heute, die ganz in Weiß spielen, um den 2-Tore-Vorsprung des AC Mailand wettzumachen. 68.000 Zuschauer hier im Stadion. Schiedsrichter Franco Martinez aus Spanien gibt das Zeichen zum Anstoß. Der Platz ist gut, das Wetter trocken. Also alle Vorbedingungen geschaffen. Kulik, Rupp, das ist der erste Angriffszug. Karl-Heinz Schnellinger ist in der Abwehr des AC Mailand zu sehen als Libero. 6 Wochen hat er nicht gespielt, heute ist er wieder dabei. Die Italiener wollen mit einer erfahrenen Mannschaft hier über die Runden kommen. Das haben sie schon oft glänzend gemacht. Viele zu Null Spiele hat man bei den Mailändern schon gesehen. Abseitsstellung von Chiarucci. Schnellinger zum ersten Mal im Einsatz. Simonsen, der kleine Däne, auf rechts außen. Die Borussen haben es ja schwer. Ohne Heinkes und Jensen, die verletzten Außenstürmer, und ohne Danner. Chiarucci am Ball, er ist der Linksaußen der italienischen Nationalmannschaft. Kleff und Wimmer. Silov. Viele Merkmale einer übergroßen Nervosität haben die ersten 25 Minuten dieses Spiels gezeigt.